Die Fotografen, die es heute hat, die Bergführer sind und gute Fotografen, die hat es nicht gegeben, weil ich ein begeisterter Bergsteiger war und auch das Bergerlebnis versucht habe zu fotografieren, hat es mich gern gehabt. Biwak auf hohen Berg, das war meine Leidenschaft. Ich habe x Nächte verbracht auf höchsten Gipfeln und so. Die schönen Stimmungen in den Bergen, die sind nicht, wenn der normale Bergsteiger geht, da kommt er gegen den Mittag auf den Gipfel. Nein, die sind am Morgen oder am Abend oder so. Aus dieser Bergbegeisterung ist auch dann das Buch entstanden, Die Berge der Schweiz. Das ist dann erstaunlicherweise eine grosse, erfolgreiche Sache gewesen. Das ist ins Englische übersetzt worden. Das ist bei Allen und Unwin in London und bei Walker in New York erschienen. Hat eine Auflage von 70.000, 80.000 Stück gehabt. Das ist eine enorm grosse Auflage gewesen. Das war kein billiger Bildband. Das Buch hat auch schon 60 Franken gekostet oder so. Das war relativ teuer. Ich habe die Fotografie als ein schönes Medium verwendet, um meine Bergbegeisterung zu zeigen, einzufangen und so. Aber schon den Namen Bergfotograf hatte ich manchmal das Gefühl, es sei mehr schädlich als nützlich. Dann hat man das Gefühl, ja, das ist der von den Bergen, das ist der, der Berg fotografiert. Als ob er so etwas nichts anderes könnte oder würde machen. Meine erste Ehe ist leider in Brüche gegangen, meine erste Frau hat mich verloren. Und dann hatte ich aber ein Mädchen, Sabina. Die Sabina ist dann bei der Mutter aufgewachsen. Ist aber viel bei mir gewesen. Ich habe die Sabina fotografiert, genauso mit der Begeisterung, wie ich Berg und Bergsteige fotografiert habe. Aber ich habe sogar noch eigentlich etwas Schöneres gefunden, das Menschliche. Ein kleines Kind, ein Mädchen, in seiner Ausdrucksvielfalt und so, das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Der Papi war einfach ein Papi mit dem Fotoapparat.
Und die Bilder sind ja nie gestellt gewesen. Er hat einfach alles dokumentiert. Sind. Ich sehe das jetzt von meinen Kindern und Großkindern, die Bilder, digitale Bilder werden nicht mehr die Wichtigkeit haben und natürlich vor allem nicht die Schönheit, die klassische. Es ist eine Zeitgeschichte. Ich bin in Wiel, St. Gallen aufgewachsen. Mein Vater war Drogist, hat eine Drogerie geführt. Und er hat auch Fotografie betrieben. Er hatte 6x9-Kamera, Zeissikon und hat mit der ganz schöne, wirklich richtige, schöne Familienfotos gemacht. Dann gab es damals noch Life Magazine, die amerikanische Wochen illustrierte. Und die habe ich mir am Kiosk gekauft und da sind Spitzenleistungen von der Fotografie zu sehen. Das sind alles Bilder ohne Blitzlicht aufgenommen, mit Kleinbildkameras, Leicas und so. Da bin ich noch in die Primarschule gegangen oder zwei die erste Sekundarklasse und so. Das sollte ich auch mal so, das sollte ich auch mal machen. Es ist parallel gegangen, Fotografie und Freude an den Bergen und Bergsteigen. Und dann sofort der Wunsch, die fantastischen Erlebnisse festzuhalten. Und dann hat mir der Vater seine Kamera mitgegeben, 6x9, so mit Rollfilm. Nicht? Und da habe ich meine ersten Aufnahmen gemacht. Gewitterstimmung am Fehlensee, da war ich 17 und im Berggasthof Bolivis haben sie die während 50 Jahren verkauft. Das war ein Bestseller, ist einfach immer wieder sehr verlangt worden, obwohl es dann auch inzwischen farbige Postkarten gibt und so, aber die schwarz-weiße, die Gewitterstimmung am Fehlensee, die hat einfach gezogen. Da bin ich im Kollegium war in der Schweiz und Stanz. Und in der Schweiz konnte ich eine kleine Dunkelkammer einrichten. In einer Besenkammer hat man mehr zur Verfügung gestellt. Und da habe ich die ersten Filme entwickelt und die ersten 6x9 Abzüge gemacht, Kontaktkopien und so. Ich hatte Latein, hätte eigentlich eine Matura machen sollen. Aber das Leben nicht im Kollegium, das war nicht alles. Das Kollegium Maria Hilf, aber Maria hat nicht geholfen. Das Maria Hilf war am Fuß der beiden Mieter. Also immer der Blick auf die schönen Berge da. Und der freie Nachmittag hat man einen Spaziergang gemacht, aber man hätte nicht können irgendwie einfach laufen oder wandern, sondern klassenweise. Mit einem schwarzen hinten und einem schwarzen vorne. Nach 4 Jahren Schweiz wollte ich nicht mehr. Ich habe mich geweigert, wieder zu gehen. Das Eingesperrtsein hat mir gar nicht gefallen. Und dann hat mein Vater gefunden, ich könnte wenigstens eine Lehre machen als Drogist. Die Lehre konnte ich daheim machen. Also, ich habe keinen einzigen Tag als Drogist geschafft. Aber ich habe die Lehre abgeschlossen und ich habe ein gutes Gefühl hatte gegenüber Vater und Mutter. Der Vater hat gefunden, wenn ich schon die Fotografie im Auge habe, dann sollte ich mich in diesem Gebiet ausbilden. Ich könnte die Fotoschule auf WW. Und an sich hat mir dann noch Eindruck gemacht. Und ich denke, WW ist gut, das ist die französische Schweiz, das ist auch gut für ein bisschen Französisch lernen und so. Aber
die Ausbildung an der École des Arts et Métiers in Vevey, die ist nicht das gewesen, was ich mir so vorgestellt habe. Also sogar nicht so allerlei oder so. Das war richtige, sture Berufsfotografie. Ein paar wenige Monate habe ich an dieser Fotoschule in Vevey verbracht. Und weil ich nicht das machen konnte, was mir vorgeschwebt hat, bin ich mal in einer Ferie auf Marseille gereist mit dem Zug und habe dort im Quartier von Vieux-Port habe ich Aufnahmen gemacht, die ich gefunden habe. Das ist das, was ich eigentlich will. Ich habe die Aufnahmen einmal mitgenommen in die Schule. Hat sie dem Monsieur Guignard, ist das gewesen, dem Monsieur Guignard, hat das dem Monsieur Guignard gezeigt und sein Kommentar, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un peu flou artistique. Und ich bin verrückt worden auf den. Ist das alles, was der zu meinen schönen Katzen und zum Steckbrief von dem Mörder sagt? Flu-Artistik, also künstlerische Unschärfe oder so. Die Aufnahme ist gestochen, scharf. Das ist absolut nicht Flu-Artistik. Ja. Ich habe gedacht, ich muss das selber in die Hand nehmen. Ich muss nicht eine Stelle suchen mit einem Diplom oder so und dann schickt man mich nicht mehr ein, sondern ich fotografiere und wenn ich fotografiere, das ist schön und dann muss ich die Aufnahmen verkaufen. Also die Bergfotografie, die ich da als nicht so etwas wahnsinnig Wichtiges angestellt habe, die hat für mich aber auch gute Auswirkungen gehabt. Die hat mir gewisse Verbindungen gebracht, hat mir Kontakt gebracht. Universität Bonn hat mit der Universität Kabul einen Partnerschaftsvertrag gehabt. In der Gefolgschaft von dem Professor Krelle habe ich auch dazu gehört, zu den Leuten von der Universität Bonn. Man ist verwöhnt worden, man hat uns alles lieb gemacht. Und der Krelle hat sich dann gewünscht, er möchte da in Zentralhindukusch ein paar höhere Berge besteigen. Die Berge haben mich nach Kabul geführt und dort habe ich meine Beziehungen bekommen, habe Studenten kennengelernt, Dozenten an der Universität Kabul, die mit mir rumgereist sind und ich bin an dem Afghanistan hängen geblieben und bis das folgende Jahr wieder gegangen und das folgende Jahr nochmal gegangen. Also ich bin insgesamt etwa 6 Monate habe ich in Afghanistan gereist und habe dann ein Buch gemacht über Afghanistan mit dem Titel Berge, Pferde und Basare. Afghanistan, das Land am Hindukusch.
die Nächte irgendwo im Norden von Afghanistan und in der Nacht kommt die Karawane her. Wir haben übernachtet von Russen im Freien. Sternenhimmel, relativ kalt, bis es so in Wüstengebiet ist. Und dann weit weg, weit her, hört man den schlurfenden Schritt von den Kamelen und von Hunderten von Schafen und Geißen und so. Und zwischen ihnen ein paar Rufe. Und dann kommt auf einmal ein riesiger Kutschihund, hat da umeinander geschnüffelt und hat mir das Gesicht abgeschleckt. Und ich weiß, dass es, das sind böse Hunde, gefährliche Hunde, Wächterhunde. Der Pferdekampfspiel der Welt wird in den Büchern genannt, wo es darum geht, den Kadaver von einem Schaf oder von einem Rind aus einem Zielkreis zu holen und wieder in einen Zielkreis hineinzulegen. Ich habe so die Buzkaschi erlebt, auf einer riesigen Ebene mit weit über 100, 200, 300 Rossen. So. Das Getrampel von den Rossen über die Riesenfläche und so. Und ich habe dort, um das Buzkaschi fotografieren können, ich war Gast vom Hak Murat Bey. Der Hak Murat Bey war ein mächtiger, grosser Herr da in Nordafghanistan. Arbeitgeber auch, der hat Importgeschäft gemacht mit der Schweiz. Teppichimport, Schafsdärmimport und so weiter. Der Hak Murat hat mir ein Ross unter den Hintern gegeben und gesagt, ohne auf einem selber auf einem Ross kann man das Buzkaschi gar nicht fotografieren. Man muss nicht können kämpfen, aber man muss können dort durchgehen, wo die große Menge von Buzkaschi-Spielern sich aufhalten. Und das sind Kilometer. Afghanistan ist hier noch unter dem König Zahir Shah ein friedliches Land gewesen, wo man sich all das, was später passiert ist, mit den Taliban, unvorstellbar. Ich habe einfach gesehen, verschleierte Frauen auf dem Bazar in Kabul, Vollschleier, Chador und so. Und junge Frauen an der Universität, Studentinnen ohne Schleier und so. Dass es sehr große Kontraste hat in dieser Gesellschaft. Ich habe Afghanistan erlebt, so wie man sich das heute gar nicht, wie man sich das wünscht, aber wie es nicht ist. Ja. Die ganze Landschaft, die Art und Weise von den Appenzeller, die ist mir sehr sympathisch gewesen. Und das ist der Grund gewesen, dass wir auch das Haus erworben haben da in Rehdobel. Und darum fühle mich schon ein bisschen Appenzeller, aber nicht 100% Appenzeller natürlich. Ich bin immer ein bisschen ein ziemlicher Linker gewesen. Und so das Leben von Armut und Leute, die wenig verdienen und ausgenutzt werden, die haben immer meine Sympathie gehabt. Oder? Und ich habe gewusst, dass der Seidenweber, das war der letzte Seidenweber, wo noch die Seidenweberei
im eigenen Haus, im Keller gemacht habe. Und ich habe gemerkt, das ist das alte Appenzell. So war es einmal. Und da kann ich jetzt noch fotografieren und so. Und abgesehen davon habe ich das sehr spannend gefunden und schön gefunden. Und fotografisch ergiebig, so die Webkeller-Atmosphäre, so das wenige Licht, und aber so stimmungsvoll. Tadak, 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 tadak. Ein Holländer war technischer Direktor von den Gas- und Wasserwerken von der Stadt St. Gallen. Und der hat mir gesagt, ob ich nicht Interesse hätte, das Gaswerk im Ried in einem Jahr wieder abbrochen. Und das ist eine technische Episode, Zeit, die damit vergangen ist, die Heizung. Und ja, mich hat das natürlich sehr interessiert. Und da bin ich also, ich bin viel, viel dort unten gehockt. Die Leute hatten Freude, dass man ihre Arbeit, ihren Beruf, dass man das noch festhalten. Ich wollte ja mit diesen Bildern den Leuten zeigen, was sie leisten, was sie machen, was das für ein harter Job ist, oder? Eine andere Reise, die für mich auch fotografisch sehr ergiebig war, das war der Hogar, der Zentralsahara. Ich bin mit einem Bergfreund, der wollte ein Auto kaufen und wollte dort runterfahren. Da habe ich gesagt, lass mal, das mit einem Auto dort runterfahren, das ist die grosse Reise schon. Und mich interessiert, gegen dort, mich interessiert der Hogar und nicht die lange Reiserei. Und ich würde ja vorschlagen, dass man auf dem schnellsten Weg dort runter, dass man dort runter fliegen und dann dort unten aber zu uns gehen. Wir haben ein paar Tuaregs gefunden mit Kamel, die uns begleitet haben. Und dann ist das wirklich, das ist einfach ganz toll gewesen, von Anfang an.
Ich habe ja an sich keine besondere Vorliebe fürs Militär. Ich habe mit 19 Rekrutenschule gemacht in die Luziensteigube. Ein Jahr früher, als ich musste. Gerade weil es mir daheim langweilig war in der Lehre. Aber das, der Befehlston und die Anbrüllerei im Militär, das hat mir schon auf Nerven gegeben. Aber ich hatte nachher Freude gehabt, immer wieder einen Gebirgskurs mal dabei zu sein. Soldaten im Schnee, im Hochgebirge, das hat mich sehr fasziniert. Vor allem, wenn es noch Drangkolonnen gab, die Pflege gebraucht haben, sodass das hat mir immer sehr Eindruck gemacht. Und einige von diesen Aufnahmen haben weltweit die Verbreitung gefunden, wie zum Beispiel eine Gruppe Offizier im stürmischen Wetter. Einmal im Gebiet vom Nuffenpass haben sie das Rundere geübt mit der Roster. Das ist begehbar machen von einem Hochgebirgsfall. So in einer der Gotthard oder so offen gehabt. Und die Aufnahme, das Rundere im Schnee, hat mir eine große Freude gemacht. Das war ein internationales Bergsteigerlager, das hier organisiert war von den Sowjets. Wir sind eigentlich gegangen, um den Pik Lenin besteigen. Und das war das grosse Ziel. Ich hatte das Gefühl, das ist ein gewaltiger Brockenberg. Und das ist einmal ein 7000er. Und mal schauen, wie das ist. Und wir haben immerhin gewusst, dass dort zwei Jahre vorher eine Frauenexpedition von der sowjetischen Bergsteigerföderation, dass da 18 Frauen ums Leben gekommen sind, in einen Wettersturz gekommen sind. Wir haben dann das Glück gehabt, wir haben ordentlich gute Verhältnisse gehabt eigentlich, aber der 7000er Pik Lenin, der war nicht halb so dramatisch wie ein 4000er in den Alpen. Wir sind dann zurückgekommen und haben drumherum gesehen, was da alles ist. Die Kirgisen mit ihren Jurten, mit ihren Rundzelten, wie sie dort leben und wie sie mit ihren Herden unterwegs sind, das hat uns dann sehr gepackt. Und ich bin mit einem alten, guten Bergfreund, mit dem Ernst Sprüllisauer, bin ich nachher tagelang noch einfach in den Pamir, diesen so Hochebenen, oder, umeinander gestiefelt. Dass wir Bergsteigen gehen, schweizerische Alpinisten, überall, wo es Berge hat auf der Welt. Ich habe natürlich gewusst, dass die 8000er im Himalaya-Gebiet, dass die sehr begehrt sind und dass das ist eine Industrie oder eine Tourismusindustrie. Und das hat mich eigentlich nicht mehr so interessiert. Ich habe auch gewusst, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Das ist ja, da geht es auch sofort um viel Geld. Aber mich hat es interessiert, ganz normal, der Alpbetrieb in Pamir, wie unterscheidet sich der vom Alpbetrieb da in den Schweizer Alpen? Die Kirgisen sind mit ihren Herden im Sommer in die Berge aufgezogen. Ähnlich wie bei uns. Die Hirten auf die Alpen gehen im Sommer, Weideplätze und so abklopfen. Und die Menschen waren außerordentlich freundlich und haben Freude gehabt, dass es mal eine Abwechslung gibt in ihrem Leben. Thank you.
da in dem Basislager gewesen sind und ein bisschen gefestet haben und getrunken haben, habe ich das Djenka Rasin angefangen zu singen auf Russisch. So wie meine Schwiegermutter mir das beigebracht hat. Isa ostra vanastriase na prastor richnoi volni. Isa ostra vanastriase на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. Die sind total perplex. Die haben gemeint, ja, der redet vielleicht ein bisschen Englisch oder ein bisschen Französisch, aber dass der ein russisches Lied auf Russisch singt, das hat ihnen schon ein paar Eindruck gemacht und mir hat es eine riesige Freude gemacht, dass sie Freude haben, oder? Die Zeitschriften, die für mich in Frage kamen, waren nicht mehr interessant oder haben lausige Honorar gezahlt und so. Und dann bin ich in die Politik gestiegen und bin in Nationalrat geworden und bin als Parteiloser gewählt worden, als linke Grüne. Das war eine Sensation, eine schweizerische Sensation. Da hat die Fotografie eine grosse Rolle gespielt. In 18 von diesen 20 Gemeinden hatte ich diese Vorträge. Da habe ich meine Sicht von der Welt gezeigt. Schöne, schöne Schweiz, gefährdete Schweiz, das war so das Thema. Aber ich habe Schreckensbilder, gefährdete Schweiz, sehr sparsam eingesetzt. Und viel schönes und viel beautiful Switzerland. Ohne die Fotografie wäre ich nicht gewählt. Also ich war natürlich auch bekannt. Ich habe Appenzeller-Bücher gemacht, nach und nach. Der Wunsch war eigentlich, Bilder für Zeitung, Bilder für Zeitschriften oder so. Die erscheinen dann mal und dann sind sie auch schnell schon wieder vorbei. Es ist vielleicht ein bisschen Sehnsucht, etwas zu machen, das ein bisschen längere Dauer hat. Das Land Appenzell, das ist das Buch, wo außer der Bibel in jedem Haus vorhanden war. Also ich hatte den Vorteil von einem grossen Bekanntheitsgrad. Ich war linker als der SP-Kandidat, als der Regierungsrat Leutzinger. Ich war viel linker und ich bin gewählt worden. Die erste Monat, ein Gefühl von Ohnmacht, ein Gefühl von, da kannst du nie etwas erreichen. Die grossen Hirsche sind da umeinander. Der Ueli Bremi von den Freisinnigen und der Helmut Hubacher von der SP. So die Leute, die man kennt, die immer auch im Fernsehen gekommen sind. Und so. Ich dachte, ich würde auch mal bei denen sein, die eine Abstimmung gewinnen. Dann war ja die Rote Turm-Initiative, die ich unterstützt habe, unter anderem, wo angenommen worden ist als eine von den ganz wenigen Initiativen, die in den letzten Jahrzehnten angenommen worden ist.
In der Zeit, als ich im Nationalrat war, ist dann eine Greiner-Stiftung gegründet worden. Und da bin ich gerade schon Präsident geworden von dieser Stiftung. Aber der Gallus Gadonau, er war der Kopf. Tatsache ist natürlich, er ist Fotograf, die Landschaft versteht er, weiß, wie man das Zeug aufnehmen muss, wie man das den Leuten zeigt. Und von dem habe ich keine Ahnung. Ich bin Jurist. Und darum haben wir eine gute Arbeitsteilung gehabt. Sie sagen immer, das ist der Rembrandt der Fotografen. Der hat zum Teil zwei Tage oder drei Tage sogar an einem Ort ausgeharrt, bis er die Sonne genau hatte, wo die Sonne auf das Objekt hingeschonen hat, wo er wollte. Auf den Bergen gewartet, bis die Wolkenkonstellation so ist, dass es vielleicht ein bisschen dunkel ist und dann ist hell. Und das gibt wahnsinnige Bilder. Und darum sind seine Bilder auch so geschätzt. Vor allem, wenn man natürlich die Greine gezeigt hat oder andere Landschaften, dann habe ich gesagt, ja, ist klar, da können wir einfach nicht die ganze Landschaft kaputt machen, da müssen wir eine Lösung finden. Und so hat vielleicht die Ästhetik und die Emotionen geholfen, dass man das Recht anpassen kann und ändern im Sinne des Landschaftsschutzes. Ich habe die Greine gar nicht gekannt. Erst nachdem ich gelesen habe, dass die Greine-Ebene soll überflutet werden durch Stausee, da hat es mich interessiert. Da bin ich aufgegangen, das zu fotografieren. Was man hier im Parlament konnte machen und gemacht hat, das ist dafür sorgen, dass die Greina in die Reihe kommt, Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Die Einwohner von den Gemeinden, wo die Greina eben nicht gehört, Frinn und Zumwitsch, die sind für Überflutung gewesen, weil die Überflutung, das hat Wasserzinsen gegeben, das hat ein paar Millionen Franken gegeben. Jährlich, wohlverstanden. Der Gallus Gadonau hat die These vertreten, dass ein Teil von dem Geld, der Wasserzinsen, Gemeinden zugute kommt, wo die Landschaften nicht nutzen, sondern sie beschützen. Das war ein langer Kampf und ein grosser Kampf. Und am Schluss ist der Kampf gewonnen worden. Ich habe dort regelmäßig eigentlich den Spiegel gelesen. Und ich habe eine Erinnerung, dass in den vergangenen zwei, drei Jahren immer wieder Artikel waren, ziemlich kritische Artikel zu dieser Hochtemperaturreaktorforschung. Und dann habe ich dem Spiegel geschrieben, ob sie mir könnten alle diese Spiegel schicken könnten. Die habe ich so packen bekommen. Also, ja, die müssen zahlen, das ist mit der Rechnung. Ich war nicht sehr viel am Rednerpult, aber ich war sehr gut vorbereitet zu dem Chef, um zu sagen, nein zu dem Beitrag an die Hochtemperaturreaktorforschung, wo sogar vom deutschen Forschungsminister als fragwürdig bezeichnet werden soll. Und dann habe ich die wichtigsten Zitate aus den Spiegel zitiert. Die haben nur so gestaunet in dem Saal, wo dann ein Blümli-Bergsteiger aus dem Appenzellerland auf das Mal von Hochtemperaturreaktorforschung, was der alles will wissen und so. Eine halbe Stunde später spüre ich da eine schwere Hand auf meine Schultern
Und das ist der Uli Brehme gsi. Sagt er, Herr Meder, Sie haben da ein interessantes Votum gehabt. Sie haben mich überzeugt, ich habe Ihnen zugestimmt. Ich war sehr zufrieden, das Merken und Wissen, dass man etwas erreichen kann und etwas kann machen durchaus. Meine Tochter Sabina, die hat geheiratet in Malediven. Und dann war es für mich eigentlich klar, dass das Priorität hat. Meine Tochter mal besuchen in Mali. Und ich habe dann mit meinem Sohn Christoph die Malediven bereist. Mit so einem Schiff haben wir die Malediven von der nördlichsten bis zur südlichsten Insel haben wir das abgeklopft. Und dabei war das gar nicht so einfach gewesen. Also erstens einmal ist das Betreten von den Inseln, von den Nicht-Tourismus-Inseln, von den bewohnten Inseln, das ist eigentlich von den Malediven verboten gewesen. Man hätte eine spezielle Bewilligung von der Regierung müssen haben, gewisse Inseln anzufahren und dort hinzugehen und so. Dank Empfehlungsschreiben, unter anderem vom Sigi Wittmer, der war Präsident der Pro Helvetia, der hat mir noch einen netten Brief geschrieben, wo ich in Mali der Regierung präsentiert habe. Und der hat geschrieben, der Meder, der wollte ein Buch machen über Malediven und so. Und man möchte mir doch möchte mich unterstützen. Und ja, das hat funktioniert, ja. Viele kleine Kinder haben entzündete Augen. Die sind immer in diesen Korallensand und dann langen sie die Augen. Und dann gibt es Lidentzündungen und so. Und das kann sehr gefährlich sein, wenn man das nicht richtig behandeln kann. Und ich hatte so Antibiotikatropfen vom Kantonsspital St. Gallen, die abgelaufen waren zwar, aber noch gut. Oder? Also eine ganze Batterie. Und jetzt, als wir auf so eine Insel gekommen sind, hat sich dann schon angekündigt, jetzt kommt der die Tropfen hat und dann sind sie gerade angestanden. Aber das ist ein gutes Ding, sie hätte den Papi wegschleichen können. Dann hat uns einmal jemand gesagt, ja, ihr seid jetzt die Ersten seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren war einmal ein Arzt von der UNO da und hat irgendetwas geimpft. Aber dann ist niemand mehr gekommen. Auf diesen Inseln haben einem, die Leute anlangen. Das war ganz entscheidend. Die wollten weisse Haut anlangen. Man wollte wissen, ist das überhaupt real. Und was Malediven bis heute können und damals grossartig können, sind die Schiffe bauen. Die sind 12 bis 20 Meter lang. Es gibt keinen Plan, sondern es gibt den Bodu Mavadu, der grosse Schreiner heisst der, oder? Der Bodu Mavadu, und der sagt, was jetzt hier gemacht wird. Wir sind über den One and a Half Degree Channel. Das ist etwa 100 Kilometer offener Indischen Ozean. Zwei Tage anschleichen, bis man in der richtigen Position war, am unteren Ende des Atolls. Und dann hat es geheißen, jetzt in dieser Nacht, jetzt ist die Strömung gut, der Wind gut, die Wellen gut. Und dann, kaum kommt man aus dem Atoll raus, ist man einfach in 6-7 Meter hohen Wellen. Und das Schiffli haut es umeinander wie ein Spielzeug, oder? Und das ist das Geniale an diesem Schiff. Die heben auch sogar, wenn es bis begrenzt natürlich, aber sind ein bisschen elastisch, wenn sie in einen Riff hineintätschen. Im Unterschied zum modernen Schiff, die sind dann gar kaputt. Thank you.
Wenn man mal Ideen will zeigen, dem kommt man gar nicht drum herum, eine Luftaufnahme zu haben. Weil das sind kleine Flecken in einem riesigen Meer. Das ist das einzige Flugzeug, das man mir quasi offeriert hat. Das war eine neue Dornier, eine Präsidentenmaschine, eine 35-plätzige Maschine. Aber da hat eine Flugstunde hat 5'000 Dollar gekostet oder so. Ja gut, ich hatte einigermaßen Geld bei mir, hatte das im Sack gehabt und habe noch ein paar Verwandte mitgenommen, weil das Flugzeug ist ja leer gewesen, außer mir. Und dann sind wir eine Stunde lang geflogen, 5'000 Dollar, das ist also meine grösste Auslage, die ich je auf so Reisen hatte. Aber ich habe gewusst, ohne die Aufnahme wird das Buch nimmt, oder? Aber das Buch ist nachher nicht entstanden. Wir haben dann eins feststellen. Malediven sind immer gleich langweilig. Das sind immer einfach Inseln mit schönen Palmen und viel mehr. Das ist nicht so ergiebig gewesen, oder? Meine Frau hat eine grosse Naturliebe, Vögel noch so gern. Je mehr Vögel, desto lieber. Und ich habe ihr einmal versprochen, gesagt, wenn ich aus dem Nationalrat raus bin, dann machen wir miteinander mal eine Reise nach Alaska. Ich habe gewusst, dass Alaska ist grossartig und es ist ein gewaltiges Naturgebiet und so. Aber das ist auch immer eine Kostensache. Das ist so eine Reise nach Alaska ist ja nicht eine Kleinigkeit. Und ich habe eigentlich immer mit dem Geld eher Probleme gehabt und Mühe gehabt. Und dann haben wir zwei Reisen gemacht nach Alaska. Flussreisen. Einmal der Canning River und einmal der John River. Wir haben gewusst, man kommt da ran gar nicht anders als mit so dicken Boot. Das war ein ganzer Gebeineplatz, wo das gelegen ist, das Horn mit anderen Knöcheln und so. Mitnehmen hat man nicht dürfen. Man hat alles müssen liegen lassen, was man da findet. Was so wunderbar war, ist die Stille. Man hat nur den Canning gehört und den Wind. Man ist so zur Ruhe gekommen. Man konnte denken und sich hingeben. In einem gewissen Sinn für mich ist das prickelnde Erlebnis, einen Film zu entwickeln und zu schauen, wie ist es geworden und mich überrascht so. Das vermisse ich vielleicht ein bisschen. Aber ich habe ein riesiges Archiv und ich freue mich heute, das Archiv noch ein bisschen
anzuschauen und etwas auszulesen. Also, die Fotografie hat sich ja auch total verwandelt. Die digitale Fotografie, die habe ich nicht mehr gelernt. Und am Anfang habe ich gespöttelt darüber und gefunden, dass ich ein Schabernack, was da drüber wäre. Und heute ist natürlich, heute die besten Fotografen machen die besten Aufnahmen digital und so. Und das habe ich also nicht.